Frei! Und es geht los. Beide Kämpfer taxieren sich ein wenig ab. Hier die erste Attacke von Martin. Ein bisschen zu hoch für einen Low-Kick. In die Weichteile. Der Ringrichter unterbricht kurz, gibt Andreas hier ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Ist natürlich nicht erlaubt. War aber auch nicht mit Absicht. Sieht aber relaxed aus. Tense weg, lässt die Deckung ein bisschen fallen. Scheint mir so, als ob er Martin ein bisschen lockt. Hier ein harter Schlag. Martin immer wieder mit Angriffen, die Andreas aber locker pariert. Kommt hier immer wieder mit Schwinger zum Kopf. Wow, und da ist er, der Schlag drin. Ein harter Treffer. Martin am Boden. Der Ringrichter bricht ab. Im Gegensatz zum Boxen gibt es hier keinen 8-Count. Das heißt, der Kämpfer kann nicht angezählt werden. Geht im Boxen ein Gegner durch Schlagwirkung zu Boden, gibt man hier die Chance, angezählt zu werden, das heißt bis 10, wieder auf die Beine zu kommen. In MMA ist das nicht möglich, weil der Gegner ja nachsetzen könnte. Okay, we have a winner in the red corner, Andreas Bengels. Und der Gewinner in der roten Ecke, Andreas Bengels, durch TKO. Katharina, wie hat dir denn der Kampf gefallen? Ja, ich fand den Kampf kurz und knackig, aber ich kann die Frage natürlich nur weitergeben.